Yo, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zum neuen Video FC Talk. Und ja, Freunde, wir haben zu Hause gegen Freiburg gewonnen. Das ist geil, das ist einfach wieder nice. 3 Punkte, Platz 6, was willst du mehr? Das ist einfach nur geil. Und jetzt kann ich mir wieder auf der Arbeit anhören: Europa, Champions League, was weiß ich. Ja, da fangen wieder die Herzen an zu tanzen. Mein Herz ist auch immer noch am Tanzen. Und ja. Ich freue mich richtig, richtig, richtig geil war das Spiel. Also jetzt nicht so geil, aber das war geil, ne? Gewonnen. Modest, Toni. Einfach nur geil, Freunde. Geil, 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 geil. ja, auf jeden Fall. Ich freue mich voll. Platz 6, jetzt schon. Wir spielen im oberen Mittelfeld. Hätte ich im Leben nicht gedacht, wie gesagt, also ich bin wirklich noch schon schockiert immer noch, obwohl nicht einer das halt erwartet hätte. Ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder. Entschuldigung. Ja, jedenfalls bin ich echt gespannt, wo wir wieder landen werden. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder. Ja, ihr habt im vorherigen Video gesehen, was die letzten Wochen vor dem Freiburg-Spiel passiert ist, denn leider war ich im Loch wegen dieses Spiel hier. Ihr seht es ja, ist ja noch mein Team. Dazu werdet ihr auch noch mehr erfahren. Oder habt ihr schon erfahren? Keine Ahnung, muss mal schauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben gewonnen, dank unserem Toni. Ob sein Statement zum Saisonende halt wahr wird, müssen wir noch abwarten. Ja. Es hieß ja, dass er mit dem FC in Europa spielen will. Ich bin mir immer noch der Meinung, dass wir am Boden bleiben sollten. Ne? Man soll halt nicht abheben, wenn man schon so stark jetzt spielt bis jetzt. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, man sollte am besten am Teppich bleiben. Und ja. Einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat, ne? Und ich kann zu 1 Million% sicher sein, wir werden definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Denn erstens sind wir halt schon bei 32 Punkten. Ja, habe ich schon die Punkte fast vergessen. Und zweitens gibt es halt viel schlechtere Mannschaften, die unten leider mitspielen. Wobei es auch Mannschaften wie Wolfsburg oder keine Ahnung, wer noch da unten spielt, wobei ich die niemals mit gerecht habe, dass sie jetzt gegen Abstieg spielen. Hertha auch nicht. Also ich würde gerne die beiden Mannschaften auch wieder oben sehen. Obwohl ich eine ganz andere Leistung von Freiburg erwartet habe, was ja auch teilweise zu sehen war, kamen die Mannschaften nicht so richtig ins Spiel. Hingegen haben wir aber aktiv über die Flügel kombiniert. War halt sehr auffallend bei Ljubicic und Thielmann gewesen. Thielmann auch sehr gute Arbeit abgeliefert. Und ja. Dennoch kam aber Demirovic von Freiburg auch zu guten Aktionen. Ne? Und was wir aber auch sehr gut verteidigen konnten. Und Schwebe auch seine Leistung gemacht hat. Ne? Paraden waren auch gut von ihm. Und durch. Dann kam halt irgendeine Aktion, ne? War ja noch früh Anfang des Spiels, also jetzt so 20. Minute war das ja. Wurde der Ball irgendwie nach vorn geschlagen, habe jetzt den Spieler wieder vergessen, weil Alzheimer kriegt sehr schnell wieder rein. ja, der Ball wurde halt nach vorne geschlagen und der Ball kam dann irgendwie bei Thielmann an und spielt ihn dann halt rüber zu Modest. Läuft dann nach vorn, schießt ihn platziert ins Eck und erzielt damit sein 15. Tor. Und ja, ich meine, klar, jeder träumt von Europa, ich natürlich auch und viele andere FCler auch. Ich weiß es nicht. Also, ich finde, man sollte halt nochmal halt weitermachen und abwarten. Bis jetzt war ja auch ein sehr harter Weg, ne? Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Modest seine 20 Tore schaffen kann in der Rückru also zur Rückrunde.
Und ja, mal schauen, was dann halt die Zukunft weiterbringt, ne? Ja, dann als nächstes kam ja der Ausgleich durch eine Standardsituation von Höhler oder so. Oder Demirovic, der ja getroffen hat. Und also ich weiß nicht, entweder eins von den beiden war ja dran. Keine Ahnung, auf jeden Fall in einer Standardsituation, ne? Kam dann das 1-1, aber Schlotterbeck stand dann klar im Abseits, konnte man ja sehen, bevor der Videoassistent reingegriffen hat. Und ja, wobei mir zum Glück dann nach dem aberkannten Tor dieses Muffensausen recht schnell verschwand. Zu guter Letzt hat mir Özcan gut gefallen. Natürlich auch viel gearbeitet, hat mir sehr gut gefallen, hat viel hinten gearbeitet und so langsam merkt man, dass er über die volle Zeit ein Spiel auch entscheiden kann und auch die Mannschaft halt führen kann, wo was halt hingehört, ne, sag ich mal. Und ja, Freunde, dann kam der Schlusspfiff, ne, und jetzt stehen wir auf Platz 6. Ich weiß, man kann gerne ein bisschen damit flexen und so weiter. Dennoch ruhig bleiben, ne? Wie er hier gesagt hat. Und ja, träumen darf man, ne? Träumen darf man, aber dennoch finde ich, sollten wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und das bis zum 34. Spieltag, Freunde. Ja, da können wir auch gerne ein Fläschchen Cola saufen gehen oder keine Ahnung. Naja. Jeder hat das bestimmt auf Social Media noch mitgekriegt, wo Baumgarts Tochter ein TikTok-Video gedreht hat. Ja. Man konnte ja sehen, wie Baumgart mit dem Trainerteam übers Handy kommuniziert hat und ja. War echt lustig zu sehen. Man konnte halt komplett denselben sehen, sowohl als auf der Trainerbank als auch zu Hause. Also privat bei seiner Familie und ja, Freunde, da würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Mehr ist demnach nichts mehr zu sagen. Und ja, Freunde, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ich bin ein bisschen matschig in der Birne, weil die ganze Zeit noch am Schneiden. Ich habe noch vieles zu schneiden und zu bearbeiten, aber alles easy. Ja, wir sehen uns zum nächsten Video oder zum nächsten FC-Talk. Lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo auf den Kanal da, Freunde. Dann würde ich sagen, macht's gut. Euer Reddit ist draußen und ciao.